Ein freundliches Hallo aus dem Hangar. Ich habe mir gedacht, ich mache ein kurzes Video, an was ich gerade so arbeite. Und zwar habe ich die Oberseite des Panels quasi neu gestaltet. Ich habe lange gesucht nach einer guten Handyposition. Da drüben sieht man noch den Knüppel vom RAM-Mount fürs Tablet. Das hat aber zwei Probleme. Zum einen ist mir das von der Bedienung, das Cockpit-Panel ist relativ nah beim Piloten bei der Cherry. Und jetzt war mir das vom Sichtwinkel unangenehm. Das war immer so eine große Kopfbewegung. Und das hat mir nicht gefallen, aber das viel Schlimmere ist eigentlich, es ist relativ warm in der Glaskanzel und im Flieger. Und wenn man diese Lüftung, das drunter, wo ist mein Finger? Das ist die Lüftung. Wenn man die abdreht, dann ist es wirklich unangenehm. Und ich will niemanden, der bei mir drinnen sitzt, quasi diese Lüftung verwehren, weil die wird dann blockiert sein vom Tablet. So, und jetzt sucht man halt Lösungen, wo kann man noch hingehen. Ich habe viel überlegt, ob ich da in die Ecke gehe oder ob ich es an die Scheibe gebe. Das geht aber wieder nicht gut, weil sich die Scheibe ja nach vorne bewegt. Und da hinten wäre noch ein Platz gewesen, da wo ich die Motordaten habe, müsste ich wieder Löcher bohren und wollte ich alles nicht. Und jetzt habe ich quasi mit dem 3D-Drucker den Kompass. Also den Kompass wollte ich auch nicht ausbauen. Er funktioniert jetzt natürlich nicht oder nicht richtig, weil überall ja Metall jetzt drauf ist. Das Niro stört ja nicht, das ist nicht magnetisch, aber es gibt ein paar Metall. Schrauben in der Kamera. Das heißt, er ist gestört. Wenn ich ihn einmal bräuchte, müsste man die Kamera sehen, die Kamera abmontieren. Aber ich wollte ihn auf keinen Fall versetzen oder gar ausbauen. Naja, und jetzt habe ich da diese Halterung gemacht mit den RAM-Mounts. Habe drunter noch eine Schiene montiert, dass es wirklich fest ist. Und jetzt ist das wirklich mit dem Cockpit verbunden und bombenfest. Bin ich sehr zufrieden. Ist natürlich schon der zweite oder sogar der dritte Entwurf, bis das einmal so ist, wie es einem gefällt und die Stabilität aufweist und bis man rausbekommt, wie man das Teil drucken muss, damit das nicht zerbricht. Das ist natürlich auch noch eine Frage, wie verhält es sich mit im Sommer mit höheren Temperaturen beim Stratox. Ich schwenke mal rüber. Man sieht es auf der Kamera nicht, ihr müsst es mal glauben, das hat schon oben Verformungen. Und das habe ich eigentlich mit PETG gemacht, aber trotzdem ist es halt so heiß, dass oben verformt. Muss man mehr Füllstoff einarbeiten, dass weniger Mesh, weniger Netz drinnen ist. Ja, und dann habe ich mir so eine Checkbox gebaut, ich glaube Buddybox oder so irgendwie. Nennt man das. Ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich habe das gesehen beim Missionary Bush Pilot. Wer ihn nicht kennt, ich verlinke euch den Kanal in der Beschreibung unten. Ich wollte das von ihm kaufen, aber mit Zoll und Versand ist man da auf weit über 200 Euro für so eine Box. Also das sind wirklich nur Schalter, die beschriftet sind. Da ist kein Innenleben oder so drinnen. Er hat halt noch ein Licht eingebaut und so. Ich habe mir das halt jetzt für die Cherry adaptiert. Und ich finde das total leiwand. Im Flug habe ich schon ausprobiert. Der Workflow ist, finde ich, etwas besser als bei Papier, weil ich beim Papier immer aufgrund auch des kleinen Cockpits muss ich ja immer aufschlagen. Also ich bin prinzipiell ein Checklistenmensch und muss man das dann raussuchen, mit dem Finger drauf gehen und umblättern, weil auf der anderen Seite habe ich dann Landing. Und hier ist es so gedacht, dass du, wenn alle Schalter oben sind, bist du abflugbereit und wenn alle Schalter unten sind, bist du für die Landung bereit. Und das habe ich mir jetzt nachgebaut, quasi ein bisschen kleiner gemacht und natürlich optisch nicht so ansprechend wie er.
Ja, ich habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Ich weiß nicht, ob das seine Idee war, aber ich habe es halt jetzt nachgebaut. Ich muss noch schauen, ob ich ihm irgendwie was überweisen kann, soll. Weil, also wenn das von ihm kommt, dann wäre es ein bisschen unfair, finde ich. Ich meine, ich vermarkte das nicht und ich mache das jetzt auch nicht für Externe, produziere ich das. Es ist nur für mich, aber muss ich noch überlegen, wie ich das mache. Und zu guter Letzt habe ich vorne einmal rundherum mit meinem Schwiegervater, das war echt hilfreich, jetzt den Tank neu abgedichtet. Und es ist jetzt 2 Wochen her und ich sehe dieses. Vielleicht finde ich noch ein Foto, wie es vorher ausgeschaut hat. Das Benzin wird immer so braun, wenn das austritt. Und die Dichtung drunter war schön, aber wir haben bemerkt, dass es durch die Gewinde da durchgeht. Und jetzt haben wir alle abgedichtet, alle Schrauben. Und bis jetzt ist es wirklich, man sieht da noch leicht innen in der Schraube, wie das dann ausschaut. Und bis jetzt ist es dicht. Und dadurch hat auch der Flieger innen gestunken beim Steigen. Also da dampft es dann raus, wenn du steigst, ist das ja wesentlich höher, wenn du dann so ein Banking nach oben hast. Und nicht, dass es hier undicht ist, nein, es geht da rein, wird dann von der Luft weitergeleitet, da rein und da hinten habe ich einen Nackerflap hier, die dann in die Lüftung, wo ist sie? In die Lüftung geht. Und dann geht es aus der Lüftung. Gehen dann die Gase raus. Gut, ja, schauen wir mal, wie es Wetter wird. Prinzipiell bin ich jetzt wieder abflugbereit. Noch von der anderen Seite anschauen. So sieht das jetzt aus. Finde das ganz nett. Und habe halt nichts kaputt gebohrt oder so, wenn ich es einmal weghaben will. Jetzt wird noch Öl nachgefüllt, getankt. Und dann schauen wir, was das Wetter bringt. Bis Wochenende. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.